Endlich haben wir Toblowas Schloss erreicht. Seid ihr alle bereit? Seid tapfer, wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, um Lady Boo zu helfen. Aber was können wir tun? Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, die Nerven wegzuschmeißen. Unsere geliebte Lady kämpft gegen Toba Blubber. Wir dürfen nicht zögern. Sofort zurück! Was ist das für ein Geräusch? Toba Blubber ist hinter dir her und er ist auf der anderen Seite des Tors? Was? Du sagst, dass du vielleicht Toba Blubbers Schwachpunkt herausfinden könntest? Oh, natürlich. Die Windmühle am Fuße des Hügels. Du musst dich beeilen. Lauf so schnell du kannst in zur windigen Mühle. Wir werden versuchen, Toba Blubber hier festzuhalten. Nein. Wenn er durch dieses Tor kommt, wird er euch alle fressen. Warum lässt mich das Tor nicht öffnen? Lässt sich das Tor... Ich weiß nicht, wie lange wir es noch halten können. Kümmert euch nicht um uns. Lauft, lauft für euer aller Wohl. Blickt nicht zurück. Das ist übrigens auch eine extrem traurige Stelle, wenn ich die ganze Zeit diese komische Verfolgungsmusik gewesen wäre. Ich rieche leckere Geister. Öffnet das Tor. Ja, wie gesagt. Ich finde es ein bisschen traurig. Ich rieche leckere Geister. Ja, ich hab's verstanden. Wieso sagt er einfach zweimal den Text, denselben Text hintereinander? Die Gegner lassen wir jetzt einfach mal komplett außer Acht, weil wir sind in einer Verfolgung. Wow, das war cool. Kirk, die sind schnell, die sind nicht so schnell. Aber bisher klappt es zum Ausweichen ganz gut. Hier könnte man natürlich auch Lady Boo benutzen, um nicht so wirklich getroffen zu werden. Aber wie gesagt, hat irgendwie was Trauriges, ja. Die Geister opfern sich für uns, beschützen uns. Das Heilen hat überhaupt nichts gebracht. Mit den Geistern zu sprechen? Was? Toba Blubber ist hinter dir her? Nein, ich will nicht gefressen werden. Ja, verständlich, aber, ja. Speichern. Die einzige Frage, also, wir haben ja gelesen, wir sollen nicht gegen ihn kämpfen. Ich hätte ihn ganz gerne mal gescannt, aber ich dachte, er kommt uns hinterher. Nur offenbar kommt er uns nicht hinterher. Also nicht mehr hier. So. Und jetzt geht's ab in den Brunnen der windigen Mühle, in dem das Geheimnis von Toba Blubber stattfinden soll, hausen soll, was auch immer. Nein, das war doof. Aber egal, selbst mit einem Zweier-Erstangriff können wir mit Lady Boo ja gut. Ich sag mal nichts zu der Gegnervielfalt, also zu der Anzahl der Gegner. Ist irgendwie ein bisschen lächerlich, aber okay. Naja, wie gesagt, also Spybot gehört bei mir auch noch zu den Standardprogrammen. Kann ich nur empfehlen. Und das sind so die drei, die man alle, ja, alle Nase lang mal aktualisieren sollte. Eintritt verboten und natürlich von allen auch mal das System checken. Ja, das ist auch immer ganz wichtig. Nicht einfach nur aktualisieren lassen, auch das ist bei Antivir natürlich so eine Sache. Das macht, arbeitet natürlich im Hintergrund die ganze Zeit ein bisschen mit, aber ja, Antivir ist auch besser, wenn man es ab und zu mal komplett durchlaufen lässt. Weil manchmal nisten sich auch Fehler ein, die nur bei so einem Durchlauf dann tatsächlich erkannt werden. Und nicht instant, wenn der Fehler sich einnisten will. In diesem Sinne, wie gesagt, kann ich euch die drei Programme empfehlen. Antivir, wie gesagt, eigentlich so ziemlich das beste Freeware-Antivirenprogramm. Und ja, wirklich kostspielige Antivirenprogramme sich zu kaufen, finde ich auch fast unnötig, weil, ja, es gibt immer Viren, die dein Programm außer Kraft setzen können. Ehrlich, Eintritt verboten. Okay. Also wenn das jetzt nochmal da steht und jetzt hier schon der dritte Goomba haust, dann habe ich davon natürlich Respekt. So, das einzige Problem dürfte jetzt sein, dass wir hier in jedem Fall entweder einmal hart Schaden nehmen werden oder uns einmal unsichtbar machen müssen. Es sei denn, einer von den beiden lädt sich nicht auf, aber wenn, dann laden sich eh beide auf. Ja, dann werden sich beide aufladen. Schade. Durchaus schade. Naja. Kann ich alles haben.
Aber ich kann auch... Das ist halt so ein bisschen das Dumme, ja. Wir haben mit Mario keine Möglichkeit, mehr als 6 Schaden zu machen. Ich glaube, das haben wir mit keinem. Unsichtbar. Gut, die 2 BP, die wir jetzt für den Bosskampf nicht mehr übrig haben, die seien mal geschenkt. Haha. So muss das sein. Ja, also die 3 Programme, Antivir, Spybot, Search and Destroy und C-Cleaner kann ich nur empfehlen, die immer ab und zu über einen PC laufen zu lassen. Und was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, so ganz viele PC-Laien immer wieder vergessen, es ist absolut wichtig, dass man den PC regelmäßig sauber macht, innen drin. Regelmäßig heißt in dem Falle ungefähr ein halbes Jahr. Sollte man verstreichen lassen. Bei Laptops ist das natürlich nicht zutreffend, ja. Die braucht man nicht unbedingt aufschrauben. Jetzt aber, Eintritt verboten. Ja, irgendwann... Nein, das war doof. Ach, jetzt habe ich kein Gumbario draußen, ich bin so doof. Wer bist du? Was? Mario? Hat dir jemand gesagt, dass ich Tobablobas geheime Stärke bin? Nein? Hat jemand ausgeplaudert, dass der Tobabloba im Schloss nur eine leere Hülle ist und diese von hier aus kontrolliert wird? Man kann niemandem mehr vertrauen. Ich kann dich nicht mit dem Wissen über meinen unbezwingbaren Körper von hier gehen lassen. Tut mir leid, aber da musst du jetzt durch. Dim, 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 dim. Keine Ahnung, warum ich jetzt auf einmal das Jingle im Kopf hatte, aber sobald es eingesetzt hat, wusste ich aus irgendeinem Grund, wie es weitergeht. Das ist eigentlich immer gut, wenn man das beim Dschungel weiß. Das ist Tobas Herz. Man könnte auch sagen, dies ist das Herz von Tobas Geheimnis. Ha! Okay, war nicht so lustig. Maximal KP 50, Angriffskraft 6, Verteidigung 0. Es verfügt über eine schreckliche Attacke. Wenn es sie ankündigt, solltest du dich verstecken. Diese Attacke zieht dir ganze 12 KP ab. Versuche es zu schlagen, bevor es diese Attacke nochmals anwendet. Glaube mir, sie ist äußerst gefährlich. Buu wird sich in diesem Kampf als wahrer Segen erweisen. Das kann ich mir fast vorstellen, ja. Ich fürchte nur aus meiner Ich führe nun eine meiner besten Attacken aus. Du kannst ihm unmöglich ausweichen. Ich muss mich nur ein wenig vorbereiten. Hab bitte eine Sekunde Geduld. Ja, also Geduld habe ich immer. So. Und er funktioniert, wie wir jetzt vielleicht sehen, genauso wie die Hypergumbas. So in etwa. So, wir holen mal Buu raus, weil offenbar ist ihre Transparent-Attacke dann ja sehr nett. Wie gesagt, funktioniert genauso wie bei den Hypergumbas. Er macht jetzt seine Mega-Attacke, die sehr komisch aussieht. Und ich habe auch absolut keine Ahnung, wann man den Schaden da bekommt, beziehungsweise wie man das Action-Kommando da setzen sollte. In diesem Sinne wird das schon so passen. Ach ja, der Gegner ist tatsächlich ein Luftgegner. Das muss man natürlich auch erstmal rausfinden. So. In jedem Falle ist der Gegner hier, glaube ich, gar nicht mal so schwierig. Ich weiß es nicht. Hey du, Geisterlady. Du siehst sehr lecker aus. Bleib doch nach dem Kampf noch ein bisschen hier. Vom Kämpfen werde ich immer hungrig. Bläh, hättest du wohl gern. Du hast keine Chance, du geisterfressender Vollidiot. Mario, ich bin jetzt wirklich böse. Lass uns das Ding verdreschen. Und er lädt sich schon wieder auf. Lame. Ist halt, ja. Wieso habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Das war doof. Weil jetzt konnte ich mit Mario nicht angreifen. Ach, scheiße. Naja. Jedenfalls hat er auch eine normale Attacke offenbar. Die macht nur 6 Schaden. Nur ist schon gut, weil ihr seht, im Vergleich zum letzten Bosskampf ist schon eine ganz schöne Steigerung. Muss man einfach mal gesagt haben. Ja, das hätte man jetzt auch mal kontern können. Aber wir machen ja mittlerweile auch schon... Ich meine, er hat keine Verteidigung und wir machen mit Buu ja auch schon standardisiert 5 Schaden. Also... Ah, wenn wir erst auf Buu wechseln, dann tauschen wir quasi Marios Runde gegen Buus Runde, wenn wir unsichtbar machen. Das ist auch interessant. Das hätte ich noch nicht gewusst. Aber gut. Kam mit Leben. Was jetzt auch interessant wird,
Nein, was mache ich denn? Och, jetzt haben wir die 12er Attacke gegen uns. Ich bin so doof. Ich bin so doof, meine Güte. Ja. Trigger. Ja, 12 Schaden. Ach du Scheiße. Es haut halt schon ganz schön rein. Das sieht man, aber... Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt gerade nichts gemacht habe. War so ein bisschen die... Das allgemeine Unverständnis. Ich weiß es nicht. So, aber gleich haben wir besiegt. Und tatsächlich als Boss ist er jetzt nicht so stark, wie ihr seht. Autschi, oh, tut das weh. Ich muss hier weg. Ah, wir müssen ihn gar nicht ganz besiegen. Interessant. Gut. Dann haben wir einfach mal ja, extrem viel BP und KP verschwendet. Aber dafür haben wir das Herz besiegt. So gut wie. Leider nicht komplett. Das müssen wir jetzt noch realisieren. Ja, also wie gesagt, PC sauber machen ist auch ganz wichtig. Am besten immer mal so im Bereich des Lüfters aussaugen. Oder, ja, also Motherboard sollte man nicht unbedingt absaugen, das ist nicht so geil. Wegen den ganzen Pins, die da drauf sind, die kann man relativ schnell zerstören. Es ist an der Zeit für eine kleine Wiedervereinigung. Ne, er frisst einfach das Herz. Oh ja, jetzt fühle ich mich gut. Wenn mein Herz und mein Körper vereint sind, gibt es keine Möglichkeit, mich zu schlagen. Bam, badam, bam, 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 bam. Ich finde, mit Nachhinein gesehen, finde ich die Themes von Toba Bloba gar nicht mal so passend. Ist halt alles so ein bisschen, ja, fast schon erfreulich. So. Natürlich so ein bisschen geheimnisvoll, aber ja. Das ist Toba Bloba, nunmehr mit seinem Herzen wieder vereint. Das ist sein wahres Selbst. Maximal KP 10, Angriffskraft 4, Verteidigung 0, vermutlich. Seine Hip-Attacke verursacht 6 Punkte Schaden. Sei vorsichtig, ich weiß nicht genau, wie seine anderen Attacken aussehen. Aber ich glaube, er ist viel schwächer als vorher. Okay. 10 KP hört sich jetzt nicht so wahnsinnig viel an. Machen wir einfach mal einen Hammer drauf. Ja, tatsächlich keine Verteidigung. Aber seine Hip-Attacke macht auch wirklich Schaden. Gut, haben wir jetzt wirklich besiegt? Also, 10 KP für einen Boss ist halt wirklich mickrig. Aber gut, offenbar... war's das. Ja. Ja, das war Toba Bloba. Der letzte Abschnitt war zugegebenermaßen ein bisschen unspektakulär. Oh nein. Obwohl mein Herz und mein Körper vereint sind, bin ich trotzdem nicht unbezwingbar. Jetzt bin ich wieder der nicht unbezwingbare Toba Bloba. Das ist so lahm. Ich gebe auf. Vergib mir. Ich lasse auch alle Geister wieder frei, die ich gefressen habe. Ist natürlich schön, dass er das im Voraus macht, bevor wir sagen, ob wir ihm vergeben. Der letzte war Herbert, ich weiß ganz genau. In Wirklichkeit bin ich nur ein sehr sensibler Kerl, der in einem riesigen Körper gefangen ist. Ich will nicht länger unbezwingbar sein, wenn das bedeutet, dass ich gegen Leute wie dich kämpfen muss. Sensibelchen. Geschieht dir recht und alle, die gefressen wurden, sind wieder zurückgekehrt. Aber ich werde allen sagen, deinen armen Toba Bloba nicht mehr zu erschrecken. Früher haben wir Toba Bloba Tag und Nacht erschreckt, weil er so ein Feigling war. Aber egal, wir bereuen es nicht. Immerhin ist es die Aufgabe von uns Geistern, die Leute zu erschrecken. Nebenbei, das war eine sehr erfrischende Erfahrung. Noch nie zuvor habe ich eine derartige Aufregung verspürt. Okay. Wir haben nur gekämpft zusammen. Und, natürlich habe ich auch viel dabei gelernt. Ich glaube, ich sollte etwas mehr über die Welt in Erfahrung bringen. Das schadet nie. Daher werde ich dich noch ein Weilchen begleiten. Geht es in Ordnung, Mario? Natürlich geht das in Ordnung.
Jetzt könnte man sich tatsächlich entscheiden, aber wir sagen natürlich ja. Abgemacht! Du darfst dich glücklich schätzen, mit mir auf die Reisen zu gehen. So, Mario, wie versprochen, gebe ich dir den Stern zurück. Buhutler, komm hierher. Hier, Mario, er ist jetzt frei. Frag mich nicht warum, aber ich dachte, man hätte den dritten Stern schon bevor man gegen Tobas Herz kämpft. Da war ich wohl irgendwie einem Fehlglauben unterlegen. Keine Ahnung warum. Sagt er, er sagt nicht mal was. Fehler. Man kann nicht mit ihm sprechen. Ja, es ist ein bisschen doof gescriptet. Ja, wie gesagt, jetzt so im Nachhinein, das Tuba-Kapitel fand ich jetzt gar nicht mal so passend. Also so von der Atmosphäre her fand ich es früher viel stylischer. Vielleicht bin ich ein bisschen zu sehr durchgerusht. Hab's nicht so ganz wahrnehmen können dadurch. Aber irgendwie hat mir was gefehlt. Das Geheimnis von Toba Bloba wurde gelüftet und Professor aus seinen Klauen befreit. Jetzt, da Toba Bloba nur noch ein böser Traum ist, können die Buhus nach Herzenslust herumspuken. Selbst der Wind, der sein Lied in der Schlucht erklingen lässt, scheint ihren Sieg zu feiern. Zumindest im Moment. Mit seiner neuen Freundin Bu im Schlepptau begibt sich Mario auf die nächste Etappe seiner Reise. Nämlich weg von Peach, weil er seine Freundin mittlerweile gefunden hat und Peach ihm nichts mehr bedeutet. Ja, wäre auf jeden Fall einfacher, ne? Aber mit so einer Bu-Dame, da lässt sich halt nicht so viel anfangen. Ist halt nur rund. Ich frage mich, wie es Mario ergeht. Glaubst du, er hat einen Weg gefunden, diesen Toba Bloba zu besiegen? Das frage ich mich auch. Ich bin so besorgt. Was, wenn Mario verletzt worden ist? Nun, wir sollten uns nicht mit solchen Fragen quälen. Warum schleichen wir uns nicht noch einmal raus und versuchen ein bisschen zu lauschen? Wenn es Mario tatsächlich gelungen ist, Toba Bloba zu besiegen, dann müssen Bowser und seine Leute mittlerweile völlig aus dem Häuschen sein. Glaubst du nicht auch? Du hast recht, Twink. Es hat keinen Sinn, hier rumzusitzen und sich Gedanken zu machen. Lass uns versuchen, etwas herauszufinden. Ja, wo gehen wir durch? Wie immer, durch die Wand. Ja. Also, um das Kapitel nochmal abzuschließen, man sollte in jedem Falle noch seinen PC jedes halbe Jahr ungefähr sauber machen. Dabei saugt man im Idealfall so das Gehäuse so ein bisschen aus. An den Kabeln kann man auch rumsaugen, aber nicht an den Pins vom Motherboard oder an der Grafikkarte. Das sollte man nicht unbedingt machen. Das ist nicht empfehlenswert. Und an den Lüftern, da kann man auch gut rumsaugen, weil da sammelt sich der Staub auch meistens.